Was geht, meine Hosifalto? Saruio, und heute haben wir die offizielle Bestätigung bekommen seitens der offiziellen Twitter-Page von Dragon Ball Legends, Freunde. Morgen nach der Wartung erscheint das Zenkai zu Transforming Full Power Broly. Wir wissen ein bisschen was dazu, nicht viel hier aus der Beschreibung. Morgen bekommen wir natürlich dann alle Infos und Details. Morgen beginnt auch quasi, oder gibt es das wöchentliche Update, und da sprechen wir uns auf jeden Fall dann im News-Video. Das heißt wiederum, Rosé sollte morgen nicht erscheinen, Freunde, denn wir bekommen Zenkai Broly. Morgen findet, wie gesagt, die Wartung statt. Diese wird stattfinden von 3 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Zum einen gibt es eine Shop-Wartung und auch eine Beschwörung. Beschwörung sollte quasi an der Stelle wegen Broly, dem Boy, sein. Und also, was soll ich sagen? Was wir hier wissen ist, wenn man hier in Zenkai wakt und all seine Unique Zenkais aktiviert, dann bekommt er bei Kampfantritt folgendes: Er bekommt Ki, macht mehr Schaden, zugefügter Schaden geht hoch und reduziert seine Kosten für seinen Fernangriff. Und jedes Mal, wenn er einen Fernangriff nutzt, steigt dessen Schaden. Also dann erhöht er seinen Fernangriffsschaden. Das hört sich schon furchteinflößend an. Vor allem der letzte Part gibt mir Zenkai Gohan Vibes auf jeden Fall. Er ist ein Zenkai, kann ich mir sehr gut vorstellen, auf das viele gewartet haben. Und da freut es mich für sie auf jeden Fall, dass der Boy seinen Zenkai bekommt. Denn, wenn wir mal hier reingucken, schaut einmal Boy Dave. Der hat schon wirklich ein spicy Team gebaut und der ist schon ready to go. Unholy Trinity oder Holy Trinity hat von damals. Leute, es ist schade, es ist ein bisschen komisch und schade, die Situation gerade. Wir haben letzte Woche einen Zenkai bekommen. Zenkai LF Super Saiyan 3 Goku. Jetzt kommt Broly. Der tut ihn halt mit Typen komplett auseinandernehmen. Der hat natürlich Typenvorteil gegenüber ihm. Was ich halt schade finde, ist, dass diese Zenkai so hart gespammt werden. Und wir wissen ja eigentlich, dass noch ein LF Rosé erscheint. Wie gesagt, ich dachte, der kommt morgen. Auch wegen dem Vegeta Super Event, wegen den Tickets. Weil letztes Mal war es ja auch so, dass als dieses Event aufging, das Banner von LF Kidbu kam und wir die Tickets aus dem Event hier nutzen konnten im LF Kidbu sein Banner. Nicht diese Tickets, sondern die aus der Mission, die Fragezeichen-Tickets. Deswegen dachte ich, okay, das Event geht morgen offline. Und Rosé wurde vorgestellt, auch wenn sie in dem Video gesagt haben, dass es noch lange dauert, bis Rosé kommt. Das war halt vorproduziert. Jedenfalls kommt Rosé morgen nicht, wie es scheint. Und jetzt ist die Frage. Ich sag euch eine Sache. Ich denke nicht, dass es so wird und es ist nur eine Spekulation von mir oder eine Annahme oder eher ein Wunschdenken. Aber was wäre, wenn man die Tickets hier aus diesem Ticketbanner jetzt für das Zenkai-Banner von Broly nutzen könnte? Sodass man quasi free auf, wenn man natürlich die Tickets aus der Mission geholt hat, sodass man quasi free auf ein bisschen Zenkai awaken kann. Das wäre schon geil, definitiv, weil Broly ist ein Charakter, den gibt es seit langer Zeit und einige haben ihn wahrscheinlich auch auf 7 Sterne, denke ich, die lang am Start sind. Dann hätten wir zumindest mal ein bisschen paar Zenkai-Stufen bei ihnen. Das ist aber ein Wunschdenken von mir, okay? Könnte auch gut sein, dass wir die Tickets dann eben erst nutzen können, wenn Rosé erscheint in seinem Banner, falls man sie überhaupt da nutzen kann. Kurze Sache, falls ihr Schwierigkeiten bei diesem Event habt, Freunde, da die Herausforderung zu schaffen, vor allem hat mich gestern im Stream jemand gefragt, hier, das hier in 140 Zeiteinheiten zu schaffen. Ich habe das mit folgendem Setup gemacht. Ich habe hier an der Stelle den Boy sofort geopfert in diesem Setup. Warum? Er gibt nämlich hier an der Stelle, sagt du es mir, Death Buffs. Und zwar gibt er den Charakteren, wenn er stirbt. Ich habe ihn sofort am Anfang geopfert. Künstlerkarten, Zielgeschwindigkeit. Dann gibt er noch Zukunft, zugefügte Schaden hoch. In mein Setup bekommt das niemand, sag ich mal. Ki-Relationsgeschwindigkeit und Schlagschaden. Kombiniert mit dem Switch von Zenkai Bardock raus in Broly ist halt wirklich brutal, wenn man Broly die ganze Zeit diese Karten gibt. Und man kann den Bot so gesehen ein bisschen veräppeln. Nachdem du einen Angriff gemacht hast, swipest du ganz langsam nach vorne, bis du deine nächste Karte ziehst und dann aktivierst du diese Karte. Dann ist der Bot verwirrt, der weiß nicht, was du quasi machst und dann versucht er einen Tackle ranzuhängen. Das funktioniert in den meisten Fällen und das kannst du die ganze Zeit wiederholen. Ganz kurz nach vorne swipen, nächste Karte aktivieren, nach vorne swipen, nächste Karte aktivieren, okay? Das geht definitiv. Und falls du mal den Angriff von dem Bot dodge in dem Event, dann mach danach einen Blast Attack, also einen Fernangriff. Das tut er nämlich in den meisten Fällen nicht dodgen. So. Selbes könnt ihr machen, wenn ihr Zenkai Bardock und Broly nicht habt,
mit einem Zukunftsteam, mit dem Transforming Goku Black. Beispielsweise, wie mein Boy Palek es gemacht hat, schaut an ihm. Gestern im Stream habe ich da ein bisschen das ebenso erklärt. Er hat ja an der Stelle statt mein Setup hier Transforming Goku Black genutzt, hat den Boy hier, diesen Gohan direkt geopfert für die Death Buffs und dann je nachdem, wenn er mitgenommen hat, ihr könnt an der Stelle noch den Boy mitnehmen, da raus switchen, dann bekommt euer Transforming Goku Black auch gute Buffs, auch Death Buffs und so fort. Und das könnt ihr dann mit der Taktik auch schaffen. Also Leute, falls das Event noch machen müsst, morgen läuft das ab. Falls ihr Hilfe braucht, heute Abend werde ich live sein, Freunde, ab 19 Uhr, wahrscheinlich eher ab 20 Uhr. Da machen wir auch ein bisschen Legend, Links in der Beschreibung auf Twitch, Ozo the Stones. Dann kann ich euch da auch ein bisschen das Ganze nochmal zeigen und Abhilfe verschaffen. Kommen wir mal zurück zu Zenkai Broly, Freunde. Schaut an, mein Boy Dave, habe ich schon vorhin gesagt, ja. Ja, Leute, gebt euch das Team mal. Also, wenn der noch seinen Zenkai bekommt, das ist ein crazy Team. Weil Bardock gibt hier die Super Saiyan Buffs durch seine Passive. Und das Gestörte ist halt, guck mal, da hast du auf der Bank noch einen Namek Goku. Und der tut hier, der nicht nur, dass er selbst einen Double Buff bekommt, Zenkai Double Buff, sowohl als auch Bardock. Ihn kannst du auch nutzen als einen Saiyan-Charakter in diesem Team. Der Boy ist nur auf der Bank, um den Boy auch Double Zenkai zu buffen, dann im Prinzip. Aber hat auch durch die Sie-Fähigkeit eine Saiyajin-Sie-Fähigkeit. Und das meine ich immer mit den Saiyajin-Zenkai-Charakteren, die eine Saiyajin-Sie-Fähigkeit haben. Die haben brutal die Nützlichkeit. Und der Boy an der Stelle auf der Bank tut von Super Saiyan noch den Fernangriff erhöhen und den kritischen Schaden. Und dann, ja, also es ist geil, wirklich. Zenkai ist Meta. Also diejenigen, die Zenkai-Charaktere spielen, Zenkai-Charaktere nutzen, ein Team mit den Zenkai bauen, Leute, die machen nichts Falsches. Also ihr könnt ihnen nichts vorwerfen, weil das ist eine Mechanik im Spiel und das hat aktuell Meta. Deswegen sage ich immer und immer wieder, ey, konzentriert euch auf ein, zwei Zenkai-Charaktere und deren Teams. Und worauf ich aber jetzt hinaus will im Endeffekt am Ende des Videos, jetzt kommt dieser ein Zenkai halt, ohne zu wissen, was LF Rose drauf haben wird, kann ich schon jetzt sagen, dass es sich auf jeden Fall mehr lohnt, in ihn zu investieren, statt in Rose. Statt in den neuen LF Rose, der kommen wird. Ich meine, klar, wenn man Rose mag und deshalb für ihn summon will, ihn haben will, ist das eine andere Sache. Ich mag Rose auch, ich werde für ihn summon. Aber rein neutral, sachlich gesehen, ohne zu wissen, was Rose drauf haben wird. Ich meine, wenn er im Endeffekt wirklich mit Zenkai, mit den aktuellen Zenkai-Charakteren mithalten kann, dann ist das eine andere Sache. Aber auch wenn er es könnte, dann muss man ihn erstmal auf eine gute Anzahl an Sternen ziehen, ihn gut limitbreaken, dass er überhaupt an sich rein sachlich, neutral gesehen, mit einem Zenkai 7 Charakter mithalten kann. Deswegen, ob so oder so, was er drauf haben wird, wird es sich eher lohnen, in einen Zenkai 7 Charakter zu investieren, wie Broly zum Beispiel, statt in den neuen Rosé. Und das finde ich halt aktuell schade. Ich habe auch hier oft gelesen auf Twitter, kann es sein, dass sie vielleicht morgen Zenkai Broly und Rosé releasen. Weil es gibt auch noch eine Shop-Wartung, aber diese Shop-Wartung könnte auch wegen der Tauschmedaillenbörse sein, habt ihr mich wissen lassen. Ich denke nicht, oder ich sag's mal so, ich hoffe nicht, dass sie zeitgleich released werden, sondern ich denke dann, dass Rosé die Woche drauf released wird. Aber ob so oder so, Leute, also was bringt's noch überhaupt für einen LF-Charakter zusammen, wenn die Zenkai-Charaktere hier links und rechts rausgehauen werden und Meta sind? Ja, das ist eine Sache. Ich hoffe, das bekommen die noch demnächst gebalanced tatsächlich. Ich bin mal drauf geschaut, was der Boy im Endeffekt drauf haben wird, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass er wirklich sehr gut sein wird, weil sein Kit jetzt schon ist gar nicht mal so schlecht, dadurch, dass er bis zu Level 2 Culture Speed bekommt und seinen Typen-Nachteil negiert. Wenn er noch einen Zenkai bekommt, Transforming Zenkai-Charakter mit einem finalen Angriff. Zudem hat er noch Fernangriffspanzerung auf seinen normalen Schlagangriff. Also Broly ist schon eine Maschine. Was der brutalste Pay-to-Win-Move wäre, aber was ich nicht willkommen heißen würde, wäre, wenn er durch seine Zenkai-Fähigkeit den neuen LF Rosé auch Zenkai buffen würde und man so gesehen deswegen auf Rosé gehen möchte. In dem Fall, wenn man quasi beide so baut, dass sie in einem Powerful Opening Team am stärksten wären. Das ist aber übertrieben der Pay-to-Win-Move und das will ich nicht, um ehrlich zu sein. Boy, oh boy, das Ganze wird auf jeden Fall krachen. Ich freue mich auf ihn. Ob ich ihn Zenkai awaken werde, weiß ich nicht, Freunde. Hängt auch von seiner Zenkai-Fähigkeit ab, weil ich habe zwar Zenkai Bardock, aber ich habe Gogeta nicht Zenkai awake, weil ich Fusion oder halt das Setup nie gespielt habe tatsächlich. Ob ich es mir holen werde wegen dem Setup, wegen dem Boy noch, weiß ich mal schauen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, Freunde. Lass mich wissen, wie ihr das Ganze empfindet und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be